Heute werde ich zeigen, wie wir Sachen aus der Unreal Engine 4 exportieren können. Und eben, wir werden ein Landscape exportieren, ein Static Mesh, eine Textur und auch einen Sound danach. Also fangen wir einfach mal mit dem Landscape an. Dazu klickt ihr einfach auf das Landscape drauf, dann geht ihr auf File, Export All oder halt Export Selected, sorry. Da wählt ihr irgendeinen Ordner aus, einen Namen dann noch wählen, zum Beispiel mit den hier. Dann hier unten noch den File-Tab, da würde ich empfehlen, einen OBG zu verwenden, weil dann exportiert sich die Texturen auch noch mit raus. Dann geht ihr auf Save. Und dann klickt ihr entweder auf Ja oder Nein. Also je nachdem, ob ihr die Texturen auch exportieren wollt. Ich klicke jetzt einfach hier auf Nein. Gut, probieren wir es mal aus. Gehen wir in Blender rein. File, Import, OBG und das. Okay, jetzt müssen wir das mal ein bisschen runterskalieren. Und wie ihr sehen könnt, unser Landscape ist jetzt in Blender drinnen. Da können wir es jetzt eben modifizieren und dann nachher als Static Mesh wieder importieren. Oder halt auch als Heatmap, also wie ihr das eben haben wollt. Dann exportieren wir jetzt mal den Stuhl. Da könnt ihr dasselbe machen wie im Landscape, also draufklicken, auch wieder File, Export All und so weiter und so fort. Aber ihr könnt das auch direkt im Content Browser machen. Dazu einfach Rechtsklick auf den Stuhl im Content Browser, dann auch auf Export, wieder eine Folder auswählen. Dann hier unten wieder auswählen, was für einen File-Type ihr haben wollt. Da wähle ich auch wieder OBG. Dann Save. Und dann probieren wir das gleich mal aus. Das hier löschen. File, Import. Und hier ist unser Chair. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt schön hier drinnen. Gut, dann exportieren wir jetzt noch eine Textur. Dazu geht ihr einfach in den Texturordner rein. Klickt auf eine Textur, wieder einen Rechtsklick auf, wieder auf Export. Und dann eben wieder einen Namen auswählen. Und auch einen File-Type. Und auf Save klicken. Dann natürlich noch einen Sound, dazu geht ihr einfach Audio, dann klickt ihr wieder auf Rechtsklick, auf einen File, wieder auf Export und dann halt wieder dasselbe. Also das variiert überhaupt nicht. Jo gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.